herzlich willkommen heute zum Thema Ernährung bei Depressionen. Und bevor ich irgendwas dazu sage, muss ich einen riesigen Disclaimer aussprechen an alle Leute, die Antidepressiva nehmen. Die bitte nicht einfach absetzen, nur weil ich jetzt sage, dass man auch mit Ernährung Depressionen verbessern kann. Auf gar keinen Fall ohne ärztliche Aufsicht Antidepressiva absetzen. Das nur ausschleichen unter ärztlicher Kontrolle, während man vielleicht diese Dinge umsetzt. Diese Ratschläge hier sind vor allem für die Leute gedacht, die noch keine Antidepressiva nehmen, die sich aber vielleicht depressiv fühlen oder die, die ihre leichte oder mittelschwere Depression ausschließlich mit Verhaltenstherapie derzeit therapieren, die auf diese Art und Weise noch was daran ändern können. Aber bitte nicht Ernährung verbessern und gleichzeitig eigenmächtig das Antidepressivum absetzen. Bitte nicht. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Wie kann man mit Ernährung Depressionen verbessern? Das ist ein großes Thema, eigentlich, denn 8,1% aller Deutscher haben Depressionen, dabei mehr Frauen als Männer. Die höchste Prävalenz, also Vorkommen, ist bei 18- bis 29-Jährigen. Man fragt sich, wieso, denn das ist eigentlich die schönste Zeit im Leben. Und natürlich haben die Leute, die einen niedrigeren sozioökonomischen Status haben, sprich weniger Geld, schlechtere Jobs und so weiter, mehr Depressionen. Dann gibt es natürlich auch noch eine genetische Veranlagung zu Depressionen, sodass man vulnerabler ist für die Situationen, die zu einer Depression führen können. Und das ist in meinen Augen vor allem die mangelnde Selbstwirksamkeit. Sprich, das Gefühl zu haben, man kann sein Leben nicht verändern. Man kann sich nicht hocharbeiten, man kommt finanziell nicht voran, man kommt in der Partnerschaft nicht voran, weil die frustrierend ist und so weiter und so fort. Das ist in erster Linie das, was Depressionen dann triggert. Und zum Thema Esssucht dann. Bei mangelnder Selbstwirksamkeit neigen manche Leute, auch wieder vulnerable Leute, dazu, dann die Wirksamkeit auf Essen zu übertragen. Denn da können sie was bewirken an ihren schlechten Gefühlen oder halt überhaupt allen Süchten. Ich habe ein schlechtes Gefühl, ich kann die Situation nicht ändern, dann gehe ich zu einer Droge, konsumiere die und habe dann wenigstens das schlechte Gefühl weg. So. Aber da komme ich am Ende des Videos nochmal drauf. Erstmal geht es jetzt darum, dass definitiv klar ist, dass man mit Ernährung was an seiner physischen Verfassung, psychischen Verfassung machen kann. Sprich, dass man das Wohlgefühl beeinflussen kann. Denn Studien zeigen, Menschen, die sich gesünder ernähren, neigen weniger zu Depressionen. Dabei geht es hier in erster Linie wieder um eine vollwertige Ernährung, eine Ernährung, die viel Obst und Gemüse enthält, die aber auch ruhig Olivenöl und Fisch enthalten kann, sprich, was man weitestgehend als eine mediterrane Ernährung definiert. Und da ist die Frage, wieso? Wieso hat eine vollwertige, pflanzenlastige, mit wenig gesättigten Fetten angereicherte, Omega-3-haltige Ernährung einen positiven Effekt auf die Depression? Und da gibt es vor allem drei Dinge, die eine Rolle spielen. Das erste ist das Mikrobiom, die Darmflora. Denn Leute, die Depressionen haben, aber auch Reizdarmsyndrom haben, denen fehlen vor allem zwei Bakterien in der Darmflora. Das ist das Fäkalibakterium und der Coprococcus. Die sind in der Lage, Vorläufermoleküle von Belohnungsbotenstoffen zu synthetisieren. So wird von einem der beiden Bakterien, ich weiß nicht welches, vielleicht auch beide, sehr viel Tryptophan synthetisiert. Und Tryptophan ist der Vorläufer von Serotonin und Serotonin ist der Botenstoff, der zu niedrig ist, wenn man Depressionen hat, zumindest in den meisten Fällen. Die Darmbakterien reichern sich dann wieder mehr an, wenn man mehr Ballaststoffe und Ähnliches isst und nicht mehr so viel Junkfood. Und so hat man dann darüber eine Chance, seine Darmflora zu verbessern und mehr von den Bakterien zu haben, die Vorläufermoleküle von Serotonin synthetisieren.
Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, wie Ernährung zur Entstehung von Depressionen beitragen kann, ist, wenn man besonders entzündungsförderlich ist. Hier gibt es eine Korrelation zwischen dem Entzündungsmarker CRP und des Vorhandenseins von Depressionen. Und man weiß, dass gewisse Nahrungsmittel dazu führen, dass man ja, chronische Entzündungen in seinem Körper hat, die man gegebenenfalls vielleicht noch nicht mal merkt, die aber durchaus vorhanden sind. Und das ist natürlich vor allem Zucker, also raffinierte Kohlenhydrate, aber auch verarbeitetes Fleisch, Mangel an Omega-3-Fettsäuren, AGEs, also Advanced Glycation End Products in der Ernährung und so weiter und so fort. Das führt dazu, dass der Körper immer so latent entzündet ist an den unterschiedlichen Stellen. Manche haben vielleicht auch Entzündungen durch Autoimmunerkrankungen, die auch wieder von diesen Sachen nochmal angeschossen werden. Und Entzündungen im Körper zu haben, triggert oder verursacht dann oder korreliert auf jeden Fall mit einer höheren Prävalenz von Depressionen. Daher macht es auch deswegen Sinn, dass eine vollwertige, pflanzenlastige Ernährung, sei sie mediterran oder das, was ich praktiziere, vor Depressionen schützen kann oder sie verbessern kann. Und der dritte Punkt, den die Wissenschaftler hier ausgearbeitet haben, ist ein schlichter, ergreifender Nährstoffmangel, der eben auch zu Depressionen führen kann. Hier führend war vor allem die Folsäure, Vitamin B12, Magnesium und Omega-3. Es gibt immer Kritiker einer veganen Ernährung, die sagen, von veganer Ernährung wird man depressiv, weil es eben Studien gibt, die zeigen, dass ein Vitamin B12-Mangel mit Depressionen einhergeht und Veganer, die nicht B12 substituieren, dann halt ein größeres Risiko haben, an Depressionen zu erkranken. Neuerdings, seit Attila Hildmann verrückt geworden ist, sagt man dann auch, dass man von veganer Ernährung psychotisch wird. Das wollte ich irgendwann mal zwischendurch erwähnt haben, dass meines Erachtens Attila Hildmann gerade psychotisch ist und dringend Medikamente braucht. Und das kommt nicht von der veganen Ernährung, sondern, wie ich am Montag schon gesagt habe, das kommt vor allem von Drogen. Vielleicht war es zu viel Matcha, vielleicht zu viel Kiffen. Ich denke, sowas in der Art plus Corona, das hat wohl dann dazu geführt. Ja, Vitamin B12-Mangel, also vegane Ernährung, macht nicht psychotisch, sondern sie macht depressiv, wenn man nicht substituiert. Und wenn sie natürlich nicht ausgewogen ist. Und so hat eine mediterrane Ernährung mit viel Pflanzen und Fisch und Folsäure, vor allem Folsäure ist ja in pflanzlicher Ernährung besonders viel drin, einen protektiven Effekt vor Depressionen oder kann sie dann gegebenenfalls verbessern, wenn man schon daran leidet. So empfiehlt dann diese große britische Studie, ich glaube, es war eine britische Studie, die im März 2020 erst erschienen ist. Ich verlinke euch natürlich alle Daten auch wieder. Die raten in dem Sinne zu einer mediterranen Ernährung, also einer richtig verstandenen mediterranen Ernährung und nicht einer, wie sie meine Hausärztin definiert, als eine Ernährung reich an Weißbrot, Olivenöl und Rotwein. Nein, es ist eine Ernährung reich an Hülsenfrüchten, Vollkorngetreide, Gemüse, Obst und wenig tierisches Fett und wenn dann eher Fisch und Olivenöl. So ist das gemeint. Ja, und so kann man dann durch die Verbesserung seiner Ernährung eben auch seine psychische Gesundheit durchaus verbessern. Und die nächste Frage ist dann natürlich sofort wieder, was, wenn jemand das nicht kann? Also häufig, das ist ja so eine Henne- und Ei-Sache. Denn ich weiß nicht, wie oft ich schon Leute getroffen habe, die mir erzählen können, sie können ihre Ernährung nicht umstellen, weil sie depressiv sind und dann Frustessen machen. Das ist das, was ich im Allgemeinen als Esssucht definiere. Das ist emotionales Essen, Kompensation von Gefühlen mit Essen. Und wenn man dann esssüchtig ist, sprich, man hat negative Konsequenzen durch sein Essen, man hat Gelüste auf Essen, man kann seinen Konsum nicht stoppen, damit sind dann drei Kriterien des Abhängigkeitssyndroms erfüllt. Und wenn man das schon seit einem Jahr hat, dann ist man süchtig nach Essen. Und dann hilft natürlich nur, das irgendwie zu bekämpfen, zum Beispiel mit meinem Raus aus der Lustfalle Esssuchtprogramm, was man auch kaufen kann. Und wer jetzt unentschlossen ist oder unsicher ist, ob er esssüchtig ist oder nicht, das kann man auch testen. Dazu habe ich einen Test, den man sich auf meiner Website runterladen kann. Das ist die Yale Food Addiction Scale. Die gibt es bei www.silke-rosenbusch.de/test. Die hat die Universität Yale entworfen, 13 Fragen, mit denen man abklären kann, ob das Abhängigkeitssyndrom bei einem zutrifft in Bezug auf Essen. Da muss man so irgendwie vorgehen. Naja, und schlussendlich läuft es ja alles darauf hinaus, dass einfach die entscheidenden Neurotransmitter
synthetisiert werden müssen, die wir brauchen, um zufrieden zu sein. Und wie das beim raffinierten Zucker ist, mit dem Insulin hoch, Insulin runter, ne, und dann wieder Heißhunger bekommen und sowas, so ist das auch im Belohnungssystem. Man kann seine Neurotransmitter zu stark aufbrauchen, tatsächlich. Es gibt da die Protein-Leverage-Hypothese, die besagt, dass in modernem Junkfood zu wenig Eiweiß drin ist und möglicherweise auch aufgrund dessen isst der Mensch zu viel Kalorien, weil wir eine gewisse Menge Eiweiß brauchen, bevor wir uns überhaupt erst satt fühlen. Das mache ich auch im Raus aus der Lustfalle-Programm und wird von allen Leuten bestätigt. Wenn man ausreichend Eiweiß isst, dann leidet man keinen Hunger. Und man kann Eiweiß auch sehr fettarm und ballaststoffreich essen, indem man ausreichend Hülsenfrüchte und ausreichend grünes Gemüse isst. Und wer dann zu wenig Eiweiß isst, der hat auch zu wenig Vorläufermoleküle für seine Belohnungsbotenstoffe. Für Dopamin, aber auch für Serotonin, was ja jetzt eine Rolle spielt bei der Entstehung von Depressionen. Und das ist auch der Grund, warum die Darmbakterien hier so relevant sind, weil die diese Vorläufer, eben hier das Tryptophan, produzieren. Tryptophan ist aber natürlich auch in Essen drin, in eiweißreichem Essen. Und wenn man zu wenig davon isst, dann kommt das Belohnungssystem auf die Idee, jetzt mal einen ordentlichen Boost zu brauchen, indem es dann die letzten Tryptophan-Moleküle, die noch vor der Blut-Hirn-Schranke sitzen, mit einem Insulinspike über die Blut-Hirn-Schranke bringt, damit dann daraus auch Serotonin synthetisiert werden kann. Aber das ist ja auch schnell wieder aufgebraucht, dann fällt es wieder ab und dies Ganze. Also ausreichend Eiweiß, ausreichend vollwertige Kohlenhydrate. Das ist das, was ich im Rahmen des Raus aus der Lustfalle-Programms immer predige. Ja, und dann wird es auch mit der Depression besser. Aber wie gesagt, bitte nicht eigenmächtig Antidepressiva absetzen. Bitte, bitte, bitte nicht, sondern nur mit Absprache des Arztes und auch nur dann, wenn es einem eben besser geht. Das soll es gewesen sein. Ich habe das Gefühl, ich habe diese Woche eine Themenwoche. Ich hatte letzte Woche die Themenwoche Fett, davor die Themenwoche Zucker. Das ist keine Absicht. Dieses Mal die Themenwoche Depression. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt. Abonniert mich. Wenn ihr jede Woche ein fettarmes, vollwertiges, pflanzliches, vor Depressionen schützendes Rezept haben wollt, abonniert meinen Newsletter www.silke-rosenbusch.de/newsletter. Da gibt es jede Woche ein Rezept. Und ganz toll wäre auch noch, wenn ihr mir drunter schreiben wolltet, ob ihr Auswirkungen auf eure Psyche bemerkt habt, nachdem ihr euch besser ernährt habt. Oder ob ihr das mal ausprobieren wollt oder sowas. Das war's. Ich sag ciao. Bis Freitag, eure Silke.